Hi zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Crafting Challenge. Es wird schon dunkel und ja, die zwei sind immer noch hier. Und ja, der Charlie hat ja noch gar nicht die Blumen verteilt. Und das könnten wir eigentlich mal machen, bevor wir woanders hinreisen. Oh ja, wir sollten doch mal in Urlaub fahren, glaube ich. Ja, vielleicht nach der Crafting Challenge. So ein Geschenk geben, und zwar ein Blümelchen. Was nehmen wir denn? Gänseblümchen? Oh, Charlie, hast du schlechte Laune. Na? Hier, die wollte ich dir schon den ganzen Tag geben, mein Schatz. Sie mag es nicht. Na gut. Was soll's? Er wird lieber irgendwo sitzen mit ihr. Nein, das ist, glaube ich, ein anderes Symbol, aber man könnte es ja so deuten. So, wir reisen mal woanders hin. So, da sind wir wieder zu Hause. Ich hatte erst gedacht, wir fahren vielleicht woanders hin, um noch was zu sammeln, aber das können wir auch ein anderes Mal machen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was versucht zu sammeln und es ist ja, ja, gescheitert, sag ich mal. Ihr kommt mal hier hin und du musst ganz, ganz, ganz dringend spülen und dann verwenden, bitte. Ja, so, ihr habt das jetzt alles erfüllt. Sehr schön. Und was ist mit dir? Ach, einer sitzt immer am Leppi, ne? Ja, ich wollte auch schon, aber da war schon besetzt. Na gut. Wir sind schon niedlich, die zwei. So, was könntest du denn noch machen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit den Hausaufgaben? Ja. Und du? Kinderfreundliche Websites durchsuchen. Schau mal lustige Videos und du gehst bitte woanders deine Hausaufgaben machen. Bitte, danke. Nicht auf dem Bett deiner Eltern. So, und du kannst danach auch die Hausaufgaben machen. So, und ihr, was macht ihr? Weiß man nicht. Wange streicheln. Und, oh, ein bisschen shakern. No. Oh, da ist ja ein Fisch. Ein Glasaugenbarsch. Na, schnell rein da. In den Kühlschrank. Haben wir die Gänseblümchen eigentlich hier oben? Glockenblumen. Ich glaube nicht, ne? Machen wir mal hier hin. Blub. Okay. Ein gewöhnliches Tuning-Teil, das kann er ja kriegen. Genau. Hoppala. Reste nehmen. Fleischauflauf. Der Charlie kann ja mal den nicht klebenden Topf hinzufügen. Weniger Putzerei. Na, dann mach das mal schnell. Na komm, setz dich mal hin, Jolina. Und ich würde sagen, danach kannst du auch noch mal eine Kerze herstellen. Handgezogen, die bitte. Was macht ihr? Hausaufgaben? Oh, schön. Da sitzt ihr aber gut. Ja. So, ich würde sagen, das Fahrrad kann wer kriegen. Wir gucken mal kurz. Ja, vielleicht die Sophie. Ja, bin ich dafür. Ah, du kannst aber noch nicht rumfahren. Aber das ist nicht so schlimm. Morgen haben die zwei Gurken ja Geburtstag. Was könnten wir noch machen? Vielleicht Strandgut sammeln. Mach das mal. Ja. Sehr selbstsicher rennt sie durch die Gegend. Hausaufgaben-Champion. Oh ja, weil Hausaufgaben beendet hat. Mhm. Sehr gut. Du machst das gleichzeitig. Okay. Na
Was bekommst du? Kerze von Hand ziehen. Du darfst ruhig anfangen. Naja, wie auch immer. Nein, nein, nein. Nein, nein. Charlie. Bitte nicht am Schreibtisch deiner Tochter essen. Eine Seeigelschale hast du gefunden. Ach, das ist ja was. Ah, du krebst es noch an einer anderen Stelle. Das ist auch schön. Oh, die Verantwortung für Jackie reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Das ist schön. Was könnte denn die Jackie jetzt noch machen? Bisschen malen. Mal mal ein Tierchen. Und den Blumenhasen kannst du mal ins Mess schicken. Die sind zwar nicht mehr so modern, aber man kann das trotzdem immer noch machen. SMS. So, und du stehst hier in der Gegend rum. Achso, du machst das hier. Funktioniert das jetzt oder ist das verbuggt? Weiterherstellen. Oh. Okay. Na? Scheint zu gehen. Verbrenne nicht die Pfoten. Nee. Ja, ich hab's noch gesagt. Fisch mit Stäbchen essen. Naja. Oh, schaut mal. Man sieht die wieder. Die Spuren. Oh, eine Miezekatze. Oder? Ja. Oh, Level 8 der Kreativität. Fähigkeit. Sehr schön. So, Charlie, was müsstest du denn jetzt noch machen? Wir schauen mal. Musst du zufällig... Ja, du kannst eigentlich duschen gehen. Einfach nur duschen. Oh, verbessern. Nee, duschen. Verbessern können wir die auch noch ein andermal. So, Julina macht das. Da brauchen wir natürlich Level 10 dafür. Du kannst danach eigentlich mal noch was herstellen. Eine Wandlampe. Oh, eine Tischlampe könnten wir auch machen. Ich sehe hier das Muster gar nicht dran. Na gut, ist nicht schlimm. Die können wir auf den Schreibtisch stellen von den Kindern. Charlie, Charlie, Charlie. Was macht der Charlie? Oh, das da stinkt schon eine Weile rum. Schreiben. Oh, schon Level 5. Das ist ja auch krass. Schreiben, singen. Wo ist denn hier die Gartenfähigkeit? Hier, Level 6. Na gut, wir können trotzdem mal mit ihm schauen. Wegen den Pflanzen. Alles verkaufen, bitte. Ja, das da stört mich schon ein wenig, muss ich sagen. Dann kannst du hier auch noch jäten. Genau. So, Julina. Ah, das hier ist jetzt verspackt, verbackt. Das ist nicht schlimm. Beim nächsten Spielstand oder Reisen ist das hier dann auch wieder weg. Hat's geklappt? Sehr schön. So, wir haben das Sofa. Das müssten wir auch bald mal aufstellen. Die Christrose. Oh, wie hübsch. Wo ist denn das her? Haben wir das im Müll gefunden? Da mal die Kerze. Der Müllhaufen und... oh, das war's. Okay. So, das elektronische Teil, das kriegt der Charlie natürlich. Ich glaube, die haben wir gefunden. Ja, das da, Altmaterial. Wir behalten es mal noch. Vielleicht wird ja auch eines der Kinder vielleicht, ja, damit noch was machen. Fossil extrahieren. Lächerlich winziger T-Rex-Ärmchen. Okay. Was haben wir hier? Vorsimmlicher Kopf. Oh, sieht doch ganz normal aus. So. Oh, hier haben wir auch schöne Fotos drin. Dr. F, den machen wir weg. Dr. F. Okay. Dann sollten wir jetzt vielleicht eine Runde stricken. Objekt. Teppich. Wir holen vielleicht eine Klamotte und zwar eine Pullover, weil irgendwie habe ich den ja nicht gefunden im Kess. Aber hier steht, er wäre da.
Na gut, wir können ja gleich mal gucken und dann machen wir einen Pullover vielleicht für den Charlie. Oh, da wieder so ein Kinderpullover. Voll schön. Den haben wir genau. Rosa. Welcher Pulli wäre denn was für den Charlie? Schwarz. Na komm, er kriegt einen schwarzen. Steht ihm bestimmt auch gut. Pack den Staubsauger aus. Jawohl. Oh, das sind. Oh, gießen musste auch. Und hier sind Insekten dran. Gebiet mit Insektenspray. Behandeln. So, was machst du? Nix. Oh, du musst ja Pipi machen. Ja, dann geh mal schnell. Dann kannst du noch ein Möhrchen essen. Und eine Erdbeere. Dann kannst du auch ins Bett. So, und du kannst auch eine Erdbeere essen. Naja, du kannst am nächsten Morgen auf die Toilette gehen. Ganz fleißig hier. Oh, das hier könnten wir eigentlich schon einpflanzen. Weiterentwickeln. Wenn es glitzert, ist das doch schön. Kartoffeln haben wir hier. Möhrchen. Ach, zu angespannt. Naja. Sehr angespannt. Ungleiche Freundschaftsbilanz. Stimmt, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir gucken mal nach deinen Freunden. Wir haben vier. Aber wie viel durfte er noch mal haben? Das konnte man hier irgendwo gucken, glaube ich. Oh, wir haben 3000 Punkte. Freundschaften halten länger, aber es ist schwierig, mit Sims mit niedrigen Beziehungslevel befreundet zu bleiben. Okay. Ah, bis drei andere Sims. Wir haben einen zu viel. Der Blumenhase hat sich bei uns hier eingeschmuggelt. Ja, ich würde mal sagen, den müssten wir irgendwann einladen, aber das geht nicht, ne? Oh je. Das wird schwierig. Kannst du denn den Blumenhasen einladen? Nee, auch nicht. Okay, ich meine, es ist zwar jetzt spät, aber das hätten wir vielleicht ein anderes Mal tun können. Ach, jetzt ist er angespannt. Nein, Mensch. Hast du irgendwas zum Schreddern? Wir gucken mal kurz. Nee, nicht wirklich. So, die Christrose. Ja, egal, wir können jetzt hier nichts mit dem Garten machen. Der Charlie hat einfach keinen Bock. Vielleicht hat der Charlie ja Bock, über seine Gefühle zu reden. Hier, kann man nicht über Gefühle bloggen? Bestellung? Programmieren? Web. Über Gefühle bloggen. Mach das mal. Teile mal der Welt mit, wie schrecklich es dir geht. Oh, wir haben hier 18. Das ist auch viel. Mal mehrfach Auswahl machen. Man kann es nicht ziehen, okay, man kann nur drücken. Blub, blub, blub. So, die verkaufen bitte. Sehr schön. Ja, dass sie das hier reingepatcht haben, ist echt nicht schlecht. War eine gute Idee, würde ich behaupten. So. Ja, dann schreib mal. Mir geht's so traurig. Ich habe viel zu viele Freunde. Genau. Charlie, du bist echt der Einzige, der sich über sowas beschwert. Es ist so gruselig, wenn alle auf einmal zu Besuch kommen. Und oh, drei davon sind sogar meine Familie. Ja, Charlie, du hast es echt nicht leicht. Oh.
Ach ja, Charlie, nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Ach, das Grobel. Ja, hau mal auf den Tisch. Genau. So. Furchtbar, ne? Du kannst danach mal auf die Toilette und dann ins Bett. Und Julina, bist du fertig? Ja, nicht ganz, ne? Ich würde danach eigentlich gerne noch gucken, ob die Jacke, oder die, ja, es ist eigentlich so eine Jacke, so ein Jäckchen, im Kessel zu finden ist. Ich hoffe ja mal, der Patch hat nicht irgendwie die Mods, die ich für den Kessel habe, beeinträchtigt. Oh, Liebestag war grauenhaft. Es sind Kinder, Leute. Lasst doch mal sein. So, wir spulen mal ausnahmsweise. Charlie, stopp. Ich sehe schon, was du getan hast und du musst es leider reparieren. Danach kannst du ins Bett. Das war doch nur aus Versehen. Das weiß ich. Trotzdem brauchst du nur 3 Sekunden, damit das wieder läuft. Ja. Genau. So, vielleicht stricken wir das ein andermal fertig. Obwohl, es ist gleich fertig. Ja, es ist 3 Uhr, komm. Auf in den Kleiderschrank und dann ab ins Bett. Also scheinbar ist hier alles noch intakt. Oh, was habe ich denn da runtergeladen? Das sieht ja auch schön aus. Passt irgendwie gar nicht so zu unserer Julina. Ich meine, interessant ist es, aber das war es dann auch schon. Das Hochzeitskleid. Oh, war das ein schöner Tag. Mensch, Maja. Toll. Oh, hier haben wir auch noch was. Oh, okay. Das sieht schon stark aus. Oh, bunt haben wir. Ei. Aber das gefällt mir echt gut. Was haben wir hier noch? Das Lila. Ei, schön. Vielleicht nicht gerade mit der Frisur. Was könnte man denn nehmen? Oh, das steht ja nicht wirklich, Julina. Ich meine, irgendwie ist es niedlich, aber der Pony ist ein bisschen zu pompös für dich. Oh, was haben wir hier? Oh, auch nicht schlecht. Du hast zwar nicht so lange Haare, aber egal. Vielleicht. Oh. Sieht auch schön aus. Nee, ich glaube, wir müssen die Frisur nehmen, die wir hier schon hatten. Das ist die hier, genau. Das ist einfach die Jolina mit den rosanen Strähnchen. Dann holen wir noch schnell eine Kette. Und das wird dann wohl die weiße. Genau, mit weißen Schuhen. Ja, das ist auch hübsch. Mir gefällt das. So, wir wollten aber eigentlich, beziehungsweise ich wollte eigentlich, nach dem Pulli gucken. Und das machen wir jetzt mal. Oh ja, ja. Pullover? Oder ist es bei Jacken dabei? Merkwürdig. Wieso ist es hier nicht dabei? Weiblich. Benutzer definiert. Das ist auch süß. Das ist ja richtig süß. Wieso ist denn das hier nicht da? Ist das bei Opa bei ganzen Teilen hin? Warte mal, wir gucken. Kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Freigeschaltet. Oh, Tatsache. Das ist ja ein Kleidchen. Also, ne? Okay. Das hätte ich, also das wusste ich nicht. Das weiß wirklich so. Ich habe gedacht, oh, guck's rein, aber
Die Chance ist niedrig, aber okay, die Chance war doch größer, als man denkt. Was haben wir noch? Gelb. Türkis. War das da passt nicht. Wir haben aber auch weiß und rötlich. Ah, da hat die aber fette Füße, oder? Wir könnten vielleicht auch die nehmen. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht zu ihr, oder? Was nehmen wir? Die sind vielleicht auch nicht übel. Oh, da ist ein Strich durch. Das liegt dann wohl genau an der Klamotte. Ja. Da haben sie wieder ganz toll die Augen aufgemacht beim Kreieren und die Bereiche beachtet. Nicht. So, wir könnten eigentlich die Stiefel doch wieder nehmen, oder? War das, ne? Aber in Rot? In Schwarz? Ich glaube, in Schwarz sieht es besser aus. Dann nehmen wir einfach das. Gut, dann lassen wir das so. Hat die Julina jetzt dieses Outfit? Ich habe echt gedacht, das wäre ein Pullover, weil das steht, glaube ich, auch dabei, dass das ein Pulli wäre. Vielleicht tun wir den mal tauschen. Mit dem? Wir können auch die rosa nehmen und eine andere Hose. Okay, wir gucken mal nach einer anderen Hose. Ich hoffe, das Outfit ist euch nicht so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe es ja jetzt über... Ja, nicht überschrieben, sondern halt verändert aus. Das sieht auch nichts aus, ne? Ja, das sagst du auch, ne? So, was haben wir hier? Oh, sie könnte natürlich auch ein Strandoutfit kriegen. Mit einem anderen Oberteil. Weiße Hose. Das geht natürlich auch. Was haben wir hier? Gelb. Weiß nicht. Soll Julina jetzt baufrei rumlaufen? Was haben wir hier? Ja. Voll die Party-Mode hier. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Vielleicht kann sie auch was Gestricktes tragen. Dann passt die Hose aber nicht mehr. Auch vielleicht mal blau. Oh, Türkis hier. Ja, so, und dann holen wir doch eine andere. Nee, das passt natürlich nicht. So eine... Oh, das sieht schön aus an ihr. Schwarz, grün. Die sieht gut aus. Vielleicht noch heller? Na, was meint ihr? Ich glaube, wir nehmen die. Ich glaube, die gelben hatte sie bei dem anderen Outfit an. Ja, ich wollte ein bisschen gucken, dass sie nicht zu viele verschiedene Schuhe an haben, aber naja, eigentlich ist es auch egal. Schön, oder? Das kann man doch nehmen. Jetzt hat sie das hier und das hier neu. Sehr gut. So, dann sind wir jetzt hier mal fertig. So, da sind wir wieder. Und die sind natürlich alle im Bettchen und schlafen. Und ich würde auch sagen, ich verabschiede mich mal. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!